gehen die landesweiten Proteste weiter. Moin. Daran beteiligt haben sich auch die Familie. Hallo. Jetzt ist klar, na, neues Territorium okkupiert? Du kleine Okkupantin. Ich gucke gerade die Nachrichten und sehe, dass Zelensky gesagt hat, Ukraine kommt schnell und kraftvoll voran. Also meiner Meinung nach, nur ein Verrückter würde glauben, dass die Ukraine gewinnen könnte. Denn die anderen haben mehr Waffen, mehr Soldaten und letztendlich mehr Ressourcen. Dass Zelensky glaubt, er würde gewinnen, hat natürlich nur damit zu tun, weil er meint, der Westen, die USA und die NATO würden ihn unterstützen. Wäre natürlich schön. Aber so wird es nicht kommen. Dessen bin ich mir ziemlich sicher. Und die Frage ist ja auch, die Ukraine kommt schnell und kraftvoll voran. Mit welchen Opfern denn? Von Opfern wird gar nicht gesprochen. Also ich habe mal geguckt, dass die Ukraine zwischen 250.000 und 300 aktive Soldaten hat und 1 Million Reservisten. Die anderen haben 1 Million aktive und 2 Millionen Reservisten. Davon sind offensichtlich 200.000 weggelaufen. Aber 200.000 sind schon aktiv im Dienst. Das heißt, die gehen jetzt an die Front. Kanonenfutter oder nicht, das ist wieder eine andere Frage. Aber auch Kanonenfutter kann Waffen bedienen und Schaden anrichten. Naja, wir gucken mal, was heute so passiert. Der Atomzug ist ja schon unterwegs, so wie es aussieht. Und irgendwo im Meer gibt es schon die Atom-U-Boote. Naja. Ich weiß gar nicht, was ich mir dazu sagen soll. Letztendlich ist es auch traurig. Mittwoch. Am Wochenende hatten wir auch einen Granateinschlag. Ich hatte das schon erzählt. Unser Nachbar ist gestorben. Das war sehr schade. Wir haben ihn vor 3 Tagen beerdigt. Naja, das Leben geht weiter. Und die kleinen Menschen wachsen. Emilia! Na?